Das diabetische Fußsyndrom entsteht als Folge einer langjährigen Zuckererkrankung, denn die Zuckererkrankung schädigt die Gefäße, die großen Gefäße, die kleinen Gefäße, aber auch die Nerven. Die Folge hierdurch ist, dass sich an den Füßen kleine Geschwüre oder sogar wirklich abgestorbene Gewebsanteile ausbilden können, die der Patient leider auch sehr häufig erst bemerkt und die dann zu großen Problemen führen können. Denn letztlich hat leider auch der Diabetiker sehr häufig eine erhöhte Infektneigung, sodass der Patient sich dann sehr häufig mit einem schweren Krankheitsbild, mit Infektionen und schon abgestorbenen Gewebeanteilen bei uns in der Klinik vorstellt und letztlich dann auch Teile des Fußes oder sogar das ganze Bein amputiert werden müssen. Eigentlich ist es relativ einfach, diese Diagnose zu stellen. Wenn wir wissen, dass ein Patient eine Zuckererkrankung hat und mit typischen Veränderungen an seinen Füßen zu uns kommt, das können kleine Geschwüre sein oder schwarze Stellen, dann können wir relativ einfach feststellen, ob die Ursache zum Beispiel eine Durchblutungsstörung ist. Wir müssen den Patienten natürlich sehr genau befragen, ob er vielleicht schon eine Behandlung in der Vergangenheit hatte. Und durch eine gründliche klinische Untersuchung können wir in der Regel das Problem sehr, sehr gut eingrenzen. Uns hilft Ultraschall, aber vielleicht auch eine Kernspintomographie, eine Computertomographie, um dann wirklich sehr präzise die Diagnose zu stellen. Sobald wir dieses Wissen haben, können wir dann auch festlegen, welche Therapiemaßnahmen erforderlich sind. Wir besprechen das mit dem Patienten sehr ausführlich und haben immer das Ziel, ihn möglichst schon zu behandeln. Ganz entscheidend für uns ist, dass wir die Diagnose rechtzeitig und korrekt stellen. Wenn wir die Veränderungen, insbesondere am Gefäßsystem, rechtzeitig erkennen, können wir den Schäden, die sonst im Verlauf auftreten, gut vorbeugen. Das kann von einer einfachen Gefäßintervention, das heißt durch eine Aufdehnungsbehandlung mit einem Ballon erfolgen oder aber, wenn der Schaden schon fortgeschrittener ist, mit einer Gefäßoperation. So können wir verhindern, dass eben ein schwerer Gewebeschaden am Fuß auftritt und am Ende ja vielleicht sogar eine Amputation erforderlich ist.